Meine Damen und Herren, wir treten jetzt ein in das siebte Modul. Controlling wird noch einmal kurz gestriffen. Controlling, haben wir schon ausgeführt, ist Management-Unterstützung. Setzt also aber voraus, dass sich das Management auch tatsächlich unterstützen lassen will. Das Instrument kann ja nicht mehr als der, der es dann einsetzt und anwendet. In der öffentlichen Verwaltung kann Controlling nichts bewirken, wenn das Management nicht bereit ist, selbst grundlegende Änderungen einzutreten. Und damit man ganz bewusst sieht, wen ich hier meine ich die politische Ebene und nicht den einzelnen Mitarbeiter in der Verwaltung. Wenn ich die Komplexität der Managementaufgabe erkannt habe, es ist alles sehr kompliziert, ist schon der Beginn der Einsicht. Und den Einsatz moderner Managementinstrumentarien und von Controlling akzeptiert habe und ihn auch wünsche, dann kann ich das wirklich als Steuerungselement einsetzen. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ich sage, eine bewusste Gestaltung im Hinblick auf die Leistungen, die Kunden, Bürger, die Stakeholder. Stakeholder, haben wir gesagt, sind alle die hier betroffen sind. Alle Umwelten, Beteiligte, Betroffene, die durch Aktivitäten einer Behörde umfasst sind. Die Mitarbeiter natürlich genauso wie die Bürgerinnen und Bürger, die Öffentlichkeit, die ganz bewusst beeinflusst werden. Die Kosten gewollt sind. Also ich nicht ein Verwalter der gesetzlichen Aufgabe bin, weil eben eine Gemeinde das und das und das auch braucht. Oder die anderen das auch haben. Nein, ich will es ganz bewusst. Ich trete dafür ein, dass dieses Produkt, von dem ich genau weiß, welche Kosten es mir in welcher Form auch immer Artenstellenträger produziert, von mir auch so vertreten wird. Und dann stelle ich mich vor die Bürgerinnen und Bürger hin als politischer Mandatar und sage, genau das wollten wir haben. Und wir wissen genau, was wir dann und wir können das auch begründen. Warum? Weil wir nicht nur verwalten, sondern gestalten. Und ich sage immer, der gute vom schlechten Politiker ist dadurch zu unterscheiden, dass der eine verwaltet. Das kann er nur so sympathisch machen und nur so nett. Und er kann nur alle möglichen Leute grüßen und Pensionistenherzen und Hunde küssen und Kinder streicheln. Wichtiger ist der Politiker, der gestaltet, der das macht, wofür er wirklich zahlt wird, nämlich Verantwortung übernimmt und das Ganze proaktiv sieht. Und diese Unterscheidung ist mir auch sehr wichtig. Reaktiv, das ist das, was Politiker derzeit sind. Handeln, wenn es einen Anstoß von außen gibt. Herr Bürgermeister, da haben wir ein Problem. Die Container quellen über, die Kinder werden von den Ausländerkindern droschen, ich weiß es nicht. Ja? Wir haben ein soziales Problem, wir brauchen einen Streetworker mehr. Es gibt Fehler, Mängel, Forderungen. Es gibt eine Bürgerliste und da wird auch der, das ist wie beim Kuckuck, nicht? Der Kuckuck, das ist der, der am lautesten schreit, deswegen kriegt er das Ganze fressen und haut alle anderen aus dem Nest. Da wird auch nicht überlegt, ist das überhaupt sinnvoll? Es gibt ja Bürgerlisten, die blären unentwegt, es sind ein paar Meinungsbildner dabei, aber das, was sie wollen, ist überhaupt nicht wichtig. Es ist zwar drängend, ja, und es ist unmittelbar, aber es ist nicht wirklich, wirklich wichtig. Ja, da muss ich einem sagen, wissen Sie was, Herr Kommissar, ich schätze Sie menschlich wahnsinnig, aber Ihr Anliegen nicht. Ja, das machen wir einfach nicht. Aber das ist reaktiv. Wer am lautesten blärt und am meisten mediale Unterstützung hat, dem muss ich den Mund stopfen. Und Mund stopfen, indem ich was einstecke. Und was einem einsteckt, sind Nahrungsmittel oder Subventionen oder irgendwas. Jedenfalls was Geld kostet. Und das Geld geht uns möglicherweise woanders ab. Das Gegenteil oder schon der bessere Politiker wäre der aktive Politiker, der tätig ist, tatkräftig, im Unterschied zu reaktiv, also sogar die Absicht hat, eine Entwicklung bewusst zu beeinflussen, die Führung zu übernehmen, initiativ zu sein, Mängel und Fehlentwicklungen zu vermeiden, statt auf Mängel, erst wenn sie aufgetreten sind, zuzugehen. Also ganz bewusst die Augen auf und sagen, jawohl, ich will ein aktiver Politiker sein und nicht nur behaupten, sondern es auch wirklich sein. Und das bedeutet natürlich ein gewisses Vorausdenken in die Zukunft. Ein gewisses Vorausdenken in die Zukunft. Es muss mir auch ein Anliegen sein, weil sonst mache ich es ja nicht. Ja? Und zum Unterschied zu proaktiv ist dieses Vorausdenken begrenzt. Und ich sage,
Wenn wir schon das Glück haben, aktive Politiker zu haben, dann werden sie in gewissen Dingen auch begrenzt durch eigenes Vermögen, durch zeitliche Enge, durch mangelnde Fähigkeiten. Es wird also nicht bedacht, dass sich Dinge auch unterschiedlich entwickeln können und ich deswegen in unterschiedlichen Szenarien denken muss. Ich muss als Politiker auch in der Lage sein, auch als verantwortlicher Public Manager auf Verwaltungsebene, dass es unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichen Folgen für meine Gemeinde, für mein Land, für meinen Staat geben kann. Bin ich jetzt Mitglied der EU, hat das eine Auswirkung, bin ich es nicht auch. Das heißt, selbst wenn ich als Regierung dafür bin, dass unser Land der EU beitritt, aber die Bevölkerung dagegen ist, muss ich für den Fall, dass wir nicht dabei sind, schon den Notfallplan haben und wissen, was sie zollmäßig und was man sie alles tun muss. Und das nennt man proaktiv, frühzeitig und differenziert etwas vorbereiten und auf mindestens zwei unterschiedliche Umweltkonstellationen reagieren können. Ja? Ich muss voraussehbare Entwicklungen in ihren Alternativen bei unterschiedlichen Konstellationen berücksichtigen. Und das ist sozusagen die Perle der Politik. Wenn ich einen Proaktiven habe, der nicht nur sagt, ich verwalte, und wenn irgendwas ist, gebe ich einen Studienauftrag, Royal Commission, nach 5 Jahren kriegen wir das erste Ergebnis, aber in der Zwischenzeit sage ich, mit Experten arbeiten schon. Zweites, aktiv, nein, ich will wirklich was tun, ich will die Gemeinde weiterbringen und ich will das mit den Leuten in einer guten Erinnerung behalten, auch aus gewissem Verantwortungsgefühl heraus. Oder der, der auch noch über diesen begrenzten Horizont hinaus sagt, jawohl, ich möchte sogar Planungen für alle Bereiche haben, weil ich weiß, entweder machen wir so oder wir machen so, aber für beide Fälle habe ich vorgesorgt. Und für beide Fälle bin ich warm angezogen und habe in allen Bereichen schon die Auswirkungen ein bisschen erfasst und kann mit diesen neuen Steuerungsmodellen darauf eingehen. Die Verwaltungspolitik soll rational und ehrlich sein. Und sie soll es auch sein wollen. Das Management muss sich effektiver interner und externer Überprüfungen unterwerfen. Auch wenn sie gesetzlich nicht vorgeschrieben sind. Ja, ich muss permanente Anstöße zur Selbstüberprüfung institutionalisieren. Es ist heute wunderbar für ein Mitglied des Stadtsenates, wenn er sich nicht rührt, fällt das niemandem auf. Kein Journalist geht zu dem 5. Stadtrat einer regierenden Partei. Gibt es immer nur den Bürgermeister. Und wenn der Stadtrat die Nummer 4 oder 5 seiner Partei ist und so wunderbar in seinen akklimatisierten Bereich einsetzt und sie ruhig verhält, ja, passiert ihm 6 Jahre, zumindest das in unseren Breiten, nichts. Er wird nicht kritisiert, keiner kommt drauf, dass er überhaupt nichts tut, dass er keine Ahnung von seinem Amt hat. Der Beamte hat das, die Lücke natürlich sofort gefüllt und sagt, da unterschreiben Sie, Herr Stadtrat, da. Und er sagt, wo? Und er sagt, da. Ja. Und er unterschreibt, lebt wunderbar, ja, wenn er zusätzlich noch im Magistrat arbeiten kann, nebenher hat er ein Einkommen wie der Bürgermeister, ja, hat den Stress nicht, wird auch nicht kritisiert auf der Straße, wenn eh keiner kennt. Ja. Das ist ein Politiker des Typus ist, wie wir ihn absolut nicht brauchen. Jetzt gibt es aber keine gesetzliche Verpflichtung, dass er was tut. Und wenn er überhaupt nichts tut, gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, dass der liebe Herr Stadtrat, der so viel Zeug hat wie ein Nationalratsabgeordneter, nichts tut. Niemand. Solange der Bürgermeister sagt, es ist besser, er tut nichts, weil dann ist es billiger. Ja? Und die Arbeit seines Abteilungsleiters, die mache ich mit, weil bei der Abteilungsleiterkonferenz sage, und da sagt der Herr Bürgermeister, passt eh alles, ja? Bin ich auch als sein politischer Vorgesetzter gar nicht daran interessiert, dass er aktiv wird. Ne? Möglicherweise ist es sogar gut, wenn ich ein paar so Schläfer habe, weil dann wirke ich ja besser. Ne? Ich bin ja dann der Kaiser. Und der wird mir auch nie ins Kreuz fallen, weil der hat sich eh bequem eingekriegt. Ne? Der weiß eh, dass er überfordert ist. Der will eh nicht Bürgermeister werden. Er ist mir als Bürgermeister vielleicht eh unangenehm, wenn ich da so rührige Typen habe. Ne? Der vor allem sagt, der Bürgermeister, müssen wir wirklich was tun und das müssen wir machen und das müssen wir machen. Was will der nur werden? Ja? Drum versagen auch die internen Kontrollmechanismen. Ja? Und jetzt schauen wir uns die Opposition an. Was macht denn die Opposition, wenn sie so einen Partner hat? Die hegt und pflegt ihn. Weil sie sagt, der will eh seine Ruhe haben. In seinem Ausschuss einigen wir mit uns. Wir sagen, Reziprozität, nicht? Haust du mich, hau ich dich, haust du mich nicht, hau ich dich nicht. Ja? Da haben wir uns
gewisse Dinge aushandeln, wunderbar, wir loben uns gegenseitig, es passiert nichts. Das ist entsetzlich, entsetzlich. Und deswegen, obwohl es keine gesetzliche Überprüfungsmöglichkeit gibt und obwohl wir auch keinen politischen Druck haben, zahnlose Opposition, interne Zufriedenheit, man muss so etwas, so eine Selbstüberprüfung institutionalisieren. Und mein Vorschlag war damals, jedes Mitglied des Stadtsenates muss einmal im Jahr im Gemeinderat einen Rechenschaftsbericht über seine Tätigkeit geben, was er macht, und muss dann sich einer Diskussion stellen, und dazu laden wir alle Journalisten und alle in seinem Bereich betroffenen Interessensvertreter ein. Was weiß ich, wenn er der Kulturreferent ist, alle Vereinsfunktionäre, ja, aus den Kulturbereichen. Wenn er Sozialreferent ist, alle Sozialvereine, alle Journalisten, weil dann fällt es zumindest auf, wenn er nicht bis drei zählen kann. Und man weckt die Leute auf. Und in einer Gemeinderatsperiode, die genau 40 Stunden tagt im Jahr, hätte man es nur unterbrocht. Dass man sagt, bei 11 Sitzungen, wir haben 8 Stadtsenatsmitglieder, ne? Eine ist die Budgetsitzung, sind 10 Sitzungen, kann man wirklich jedem Referenten zumindest einmal eine Gemeinderatssitzung widmen. Und dann gibt es heißer Stuhl und Feuer frei und dann können alle sich mit ihm auseinandersetzen. Das heißt, ich institutionalisiere eine Selbstüberprüfung, die rechtlich nicht vorgesehen ist. Und dann kann man sagen, okay, das ist ja eine Überprüfung. Weil er muss sozusagen Hose herunter, er muss seine Leistungen auf den Tisch legen und muss sagen, jawohl, da habe ich nichts weitergebracht und. Ja, und die können sich die Bürger alles anschauen, was dieser Mann mit dem Gehalt eines Nationalratsabgeordneten wirklich tut. Ich kann auch andere Wettbewerbssurrogate einsetzen. Wir haben das schon gemeint, also im Benchmarking, Best Practice, nur als Erinnerung, Benchmarking heißt vom Besten lernen. Ich vergleiche mich mit dem Besten, den es in diesem Bereich gibt. Best Practice ist, ich lerne von dem, was als bestes Produkt sozusagen derzeit angewandt wird. Best Practice, das, was die beste realisierte oder realisierbare Konkurrenzprodukt da ist. Qualitätswettbewerbe, Speicherqualitätswettbewerbe und so weiter haben wir ja ausreichend uns bereits vertieft. Wenn das Management selbst Vorbild ist und eine interne Kultur der umfassenden Qualitätsorientierung fördert, ich muss im Sinne von Total Quality Management natürlich auch Vorbild sein. Wenn es in verschiedenen Gegenden üblich ist, dass der Politiker angesoffen ins Büro kommt, dann kann ich nicht erwarten, dass die Verwaltung besonders abstinent ist oder dass da irgendein sittlicher, moralischer Druck für die Leute da ist. Ja? Oder wenn die Politiker pausenlos besoffen Auto fahren, ja, und dann noch die Gendarmen beschimpfen, die es aufhalten, dann kann ich nicht erwarten, dass man eine besondere Achtung für einen solchen Public Manager entwickelt. Das heißt, ich brauche hier schon ein Vorbild und eine interne Kultur in diesen Bereichen, die man auch als Controlling bezeichnet. Gut, nach diesem Ausflug in Sein und Schein wenden wir uns einem Kapitel zu, das wir die Buchhaltung nennen. Das können wir ganz schnell machen, nachdem Sie alle damit vertraut sind. Was heißt überhaupt Topic? Doppelte Buchhaltung. Warum doppelte Buchhaltung? Doppelte Buchhaltung, weil wir nicht als Einnahmen-Ausgabenrechner unsere Ein- und Ausgaben sozusagen auflisten, sondern einmal durch Betriebsvermögensvergleich. Was war am Anfang einer Periode, was war am Ende der Periode und durch die Gewinn- und Verlustrechnung sozusagen zum Ergebnis kommen. Einmal die Bilanz, einmal die Gewinn- und Verlustrechnung. Deswegen doppelte Buchhaltung. Die Grundlage der doppelten Buchführung ist die Bilanz und aus ihr leiten sich alle weiteren Begriffe ab. Daher sollte man das Prinzip der Bilanz einmal verstanden haben, bevor wir uns anderen Themen zuwenden. Als Public Manager, wie das Leben zwei Seiten hat, zumindest hat auch die Bilanz zwei Seiten. Ein aktiver und ein passiver. Die linke Seite ist die Aktivseite der Bilanz. Hier werden die Vermögenswerte aufgelistet. Anlagevermögen, Umlaufvermögen, im Anlagevermögen die Liegenschaften, die eine Gemeinde besitzt. Im Umlaufvermögen die ganzen Forderungen, die eine Gemeinde hat. Nicht? Auf der rechten Seite passiver stehen die Schulden, das Fremd- und das Eigenkapital. Man kann auch sagen, auf der linken Seite der Bilanz ist die Mittelverwendung. Wofür habe ich die Mittel eingesetzt? Habe ich sie langfristig gebunden im Anlagevermögen? Habe ich sie kurzfristig
als Forderungen, als Bankguthaben, als Sparbuch, als Kassabestand, als Briefmarken drinnen. Und auf der rechten Seite die Passiva, die Schulden und das Eigenkapital, der Firmenwert, der Goodwill, auch, aber in dem Fall nicht der Goodwill, sondern der tatsächlich abgebildete Wert, die Mittelherkunft. Wo kommt das Geld her? Habe ich das Geld aus einem Kredit oder habe ich es aus Eigenkapital? Und das Wesen der Bilanz ist, dass die Summen immer wie Yin und Yang ganz ausgeglichen sind. Eigenkapital ist Vermögen minus Schulden, immer gleich. Das habe ich natürlich aus einem deutschen, aus meinen Hamburger Unterlagen auskopiert. Jetzt habe ich das aber nicht gescheit können, ist da abgeschnitten und da auch. Aber Sie wissen, das soll die linke Seite sein und das soll die rechte sein. Da haben wir das Anlagevermögen in Grund und Boden, in Maschinen. Hier kann ich auch im Anlagevermögen natürlich Markenrechte aufnehmen. Also hier kann ich also auch verschiedene andere Bereiche ansetzen, alles was einen Wert hat, Lizenzen aktivieren. Und hier habe ich dann also die Forderungen ans Finanzamt und so weiter und Lieferungen und was weiß ich alles, Bankguthaben. Und da habe ich also sozusagen das Eigen- und Fremdkapital und die ganzen anderen. Jetzt haben wir dann nur aktive Rechnungsabgrenzung, passive brauche ich Ihnen alles nicht sagen. Wissen Sie, ist ja nur eine Wiederholung. Die Gewinn- und Verlustrechnung G&V, wir haben schon gesagt, doppelte Buchhaltung, Betriebsvermögensvergleich zu Beginn und am Ende, hat sich das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen vermehrt, hat möglicherweise einen Vermögenszuwachs und in der Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zweiten Abbildung, wo kommt das Ganze sozusagen her? Hier gibt es die wichtigste Information, nämlich die über Gewinn und Verlust, Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag, Aufwendungen und Ertrag. Jetzt wissen wir schon, dass die Gewinn- und Verlustrechnung mit der Kostenrechnung nichts zu tun hat. Ich muss ja auch die verschiedenen Aufwendungen erst in Kosten überwenden, indem ich neutrale Aufwendungen wegrechne und die Zusatzkosten dazu nehme, nicht? Kalkulatorische Unternehmergewinne und so weiter, aber das braucht uns jetzt auch nicht interessieren. Hier haben wir schon gesagt, da haben wir nur mal die Bilanz der Firma und die Gewinn- und Verlustrechnung und das bildet sich also hier entsprechend ab. Ich habe also im Materialaufwand, kann ich nur die ganzen Kostenpositionen haben, habe Ihnen das beigelegt, damit Sie es bei Gelegenheit studieren können, wenn Sie glauben, dass Sie das brauchen. Von der Bilanz zum Konto. Wir sagen, das Ganze in der Bilanz ist sozusagen auch die Summe von Konten. Können Sie genau anschauen, welche Konten wir da haben. Wir haben jetzt Bestandskonten. Das sind Konten, die in die Bilanz eingehen, weil sie ja den Vermögensbestand sozusagen abbilden. Dann haben wir Aufwands- und Ertragskonten, die in die Gewinn- und Verlust Rechnung eingehen, die nennt man Auftrags- und Ertragskonten. Warum brauche ich das jetzt überhaupt? Alle Geschäftsvorfälle in einem Unternehmen werden auf Konten gebucht. Da haben wir ja verschiedene Merksätze, Grundlagen, alle einmal kennengelernt. Nicht? Keine Buchung ohne Beleg. Kein Beleg ohne Datum. Die Handelsakademiker unter uns werden schmunzeln. Das haben sie uns wie mit der Muttermilch eingesogen. Ja. Wenn ich sage, keine Buchung unter Beleg, auch der ganze Eigenverbrauch kehrt abgebildet. Ja, wenn ich sozusagen einen firmeninternen Bereich mache, muss ich das abbilden. Dann die Bilanz, beziehungsweise diese Verbuchungen müssen natürlich, ist die chronologische Aufzeichnung aller sämtlicher Geschäftsfälle und zwar nach dem Datum, also in chronologischer Reihenfolge. Ich kann nicht im Mai einbuchen, was im Jänner hätte gewesen sein sollen. Es muss immer alles chronologisch sein. Ich muss jeden Geschäftsvorfall einbuchen, also ganz wichtige Dinge. Eine Bilanzposten hat nur die Summe der enthaltenen Konten. Buchen sich, also wirkt sich jede Buchung auf die Bilanz aus. Bei jedem Geschäftsvorfall wird in der Buchhaltung dokumentiert, wie der Wert gemahnt, wie die Werte gewandelt werden. Jeder Geschäftsvorfall. Ich kaufe Briefmarken aus dem Bargeldbestand der Kasse, dann habe ich plötzlich mehr Briefmarken. Ich finde diese Briefmarken als Vermehrung, als Mehrung im Umlaufvermögen und eine Minderung habe ich auch in dem Fall im Umlaufvermögen, weil mein Kassabestand geringer ist. Kaufe ich ein Auto mit Bargeld, habe ich mehr Anlagevermögen und so weiter. Wenn ich jetzt das Auto zu Schrott fahre, dann ist der Verlust weg, dann muss ich das sozusagen auch berücksichtigen. Wenn ich am Jahresende Wertberichtigungen durchführen muss, dann muss ich das auch
da soll irgendwann ein Konto entstehen. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Unterlage, in der Kopie bekommen haben. Es dauert ein bisschen länger, weiß nicht. Also da käme ich da bei diesen Geschichten auch viel zu wenig aus. Normalerweise müsste das jetzt aufgehen. Jedes Konto hat eine rechte und eine linke Seite, soll und haben. Aber gut, das können wir eh nachschauen. Woher weiß man, auf welche Seite des Kontos gebucht werden muss? Da kann man die Regeln anschauen. Steht das Konto auf der linken Seite der Bilanz, wird eine Mehrung links gebucht, eine Minderung rechts. Was steht es auf der linken Seite? Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Bankkasse und so weiter. Steht das Konto auf der rechten Seite der Bilanz, wird eine Mehrung rechts gebucht, eine Minderung links. Welche Konten stehen jetzt auf der rechten Seite der Bilanz? Eigenkapital, Fremdkapital, also die ganzen Kredite. Fremdkapital könnten auch Umsatzsteuerverbindlichkeiten sein und so weiter. Der Betrag, der links gebucht wird, muss gleich der Betrag sein, der rechts gebucht wird. Das ist klar, nicht? Weil sonst geht es ja noch nicht aus. Also der Satz eines gequälten Buchhalters, stellen Sie sich nur vor, jede Buchung muss ich machen, alles chronologisch richtig, für jede Buchung brauche ich einen Beleg und stimmen muss es auch noch. Das ist sozusagen die Krönung. Es muss auch noch stimmen. Nicht nur die Buchung an sich ist ein Wert, sondern es muss auch noch stimmen. Wichtig, Aufwands- und Ertragskonten gehen in die G&V ein und gehören zum Eigenkapital. Das Eigenkapital, haben wir schon gesagt, steht rechts auf der Bilanz. Daher oder damit stehen allen Aufwands- und Ertragskonten rechts. Betrieblicher Aufwand mindert das Eigenkapital, wird also links gebucht. Betrieblicher Ertrag mehrt das Eigenkapital, wird also rechts gebucht. Da haben wir dieses Briefmarkenbeispiel, Kassa und Porto. Sie nehmen einen Kredit für einen Autokauf auf, die Bank überweist Ihnen das Geld auf ein Bankkonto. Das Konto Bank steht links in der Bilanz. Warum? Weil es zum Umlaufvermögen gehört. Es findet eine Mehrung statt. Konto Bank wird links mit 10.000 gebucht. Das Konto Verbindlichkeiten ist ja Fremdkapital, steht daher rechts auf der Bilanz. Es findet eine Mehrung statt, daher wird das Konto rechts gebucht. Also Buchhaltung ist an und für sich nicht ganz so kompliziert, wie es sich anhört. Nachdem ich das, wie ich schon gesagt habe, aus meinen MBA-Unterlagen Hamburg geflattert habe, habe ich da eine Mehrwertsteuer drin beim Autokauf. Da habe ich dazu geschrieben, Achtung, Beispiel aus Deutschland, stimmt nicht. Das Konto Bank steht links in der Bilanz, es findet eine Minderung statt, Konto Bank wird rechts gebucht. Konto PKW zählt zum Anlagevermögen und steht links in der Bilanz, es findet eine Mehrung statt, daher wird links gebucht, da PKW. Konto Vorsteuer zählt zu den Forderungen. Das Finanzamt schuldet mir als Unternehmer etwas, wenn ich eine Vorsteuer habe. Steht daher links in der Bilanz, es findet eine Mehrung statt, daher wird die Vorsteuer links gebucht. Zusammenfassend kann man sagen, Bilanz. Links steht das Vermögen, rechts die Schulden und das Eigenkapital. Mittelverwendung, Mittelherkunft. Gibt uns jede Menge Aussagen über die langfristige oder kurzfristige Bindung des Vermögens, das nennt man dann auch Liquidität. Man kann also hier unterschiedliche Kennzahlen festlegen, Anlagevermögen zu Umlaufvermögen, Anlagevermögen zu Fremdkapital, Anlagevermögen zu Eigenkapital. Man sagt ja, langfristiges Anlagevermögen soll möglichst durch Eigenkapital finanziert sein, kurzfristiges Anlagevermögen kann man auch durch Fremdkapital finanzieren. Jahresposten, Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag steckt in die G&V. Das ist eben die Frage, welches Betriebsergebnis haben wir. Bilanzposten, G&V-Posten, die Summe der enthaltenen Kontensalden. Wie die Bilanz hat auch ein Konto zwei Seiten, die linke Seite soll und die rechte Seite haben. Sie können Ihre Kinder daheim testen, auf welcher Seite im Bankkonto, im Kontoauszug steht eine Abbuchung. Ja, werden alle daneben fallen. Steht das Konto auf der linken Seite der Bilanz, wird eine Mehrung links gebucht, eine Minderung rechts. Steht das Konto auf der rechten Seite der Bilanz, wird eine Mehrung rechts gebucht und eine Minderung links. Das war ein Ausflug in die doppelte Buchhaltung. Die doppelte Buchhaltung wird von uns, New Public Managern, als eine Methode des neuen Steuerungsmodells gesehen. Warum? Weil sie uns zweifach Auskunft darüber gibt. Einmal hat sich das Betriebsvermögen eigentlich erhöht, oder ist es reduziert worden und haben wir in dem, was wir gemacht haben, einen Leistungsüberschuss erzielt oder nicht. Vielfach weiß ich nicht, was ist die Gemeinde Fischelham wert. Ich sage immer, ein börsennotiertes Unternehmen weiß jeder, was das wert ist. Ich nehme einfach die Aktien
her und sage, okay, der Aktienkurs ist so und so, das Unternehmen hat eine Kapitalisierung, einen Marktwert von X. Das ist das, was sozusagen alle Anleger in dieses Unternehmen hineinsetzen, weil eine Aktie als Unternehmensbestandteil ja was wert ist. Ne? Was bitte ist die Stadt Wels wert? Was ist das Bundesland Oberösterreich wert? Wissen wir, was unsere Verwaltungseinrichtungen wert sind? Was wir Anlagevermögen haben? Was wir Umlaufvermögen haben? Ob wir mit Eigen- oder Fremdkapital finanziert sind, nachdem wir das meiste mit Steuergeldern machen, möglicherweise ist Fremdkapital. Ne? Das ist eine Frage der Interpretation. Aber wenn ich heute weiß, was eine solche Gemeinde wert ist, dann weiß ich auch, welchen Spielraum ich für kreative Finanzierungsvarianten habe, beispielsweise. Ne? Und es gibt da eine Masterthesis, die sich mit dem Thema kreativer Finanzierungen beschäftigt. Aber da ist ja mal schon die Überlegung, was habe ich überhaupt in einer Gemeinde für Anlagevermögen? Wenn ich sage, die Gemeinden können alle nicht mehr ausgeglichen sozusagen haushalten. Ja, ist das etwas, was mich beängstigt, wenn ich weiß, was in dieser Gemeinde für Werte da sind? Und solange es Steuerzahler gibt, geht eine Gebietskörperschaft auch schwer in Konkurs. Ja? Also vielleicht gibt es das auch zusätzlichen Spielraum, macht uns ein bisschen auch im Bereich der Verwaltungsaufgaben selbstbewusster. Und wenn jemand sagt, naja, ich als Unternehmer habe eine Börsenkapitalisierung von so und so viel, weil ich das und das wert bin, dann kommen wir darauf, dass also Gemeinden auch schon ganz schöne Werte haben. Ich weiß nicht, wer 21 Schulen hat und 14 Kindergärten und ein Amtshaus und der Feuerwehr und das alles zusammenzählen, kommen schon einige Werte zusammen. Aber ich möchte Sie jetzt da gar nicht mehr länger quälen, sondern im nächsten Modul nach einer kurzen Pause die Make-or-Buy-Entscheidung machen.